So, herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5. Immer noch zusammen mit Psyonix, der sich endlich seinem wahren Wesen hingegeben hat und jetzt auch weiblich ist. Weiber an die Macht, Junge. Ich meine, es ist 2018, du kannst sein, wer immer du willst. Nee, und Kann auch ein zwar, Helikopter sein, wenn ich das genau, so will. ist alles in Ordnung. Und zwar ist uns ja letztes Mal aufgefallen, dass Sai nicht die Waffen bekommt, die ich schon freigeschaltet habe. Das müsst ihr ja selber nochmal machen. Und deswegen spielen wir jetzt mit seinem Hauptcharakter. Der hat das erste Gebiet schon komplett befreit gehabt. Das ist auch soweit, wie Sai auch die Story schon kennt. Danach ist dann für uns beide blind. Ich habe ja noch gar keine Genau. Ahnung. Und jetzt hat er halt ein paar mehr Waffen, aber später werde ich ihn dann überholen. Da müssen wir da gucken, dass er wieder hinterherkommt und so weiter. Betrifft euch alles gar nicht, außer dass du jetzt coolere Waffen hast und ich voll vom Dach gefallen bin. Ach so, coole Waffen habe ich nicht. Das Einzige, was cool ist, ist diese hier. Schau mal. Ach, die Die Flitsche. Leute. Quasi das Non-Range-mäßige. Bogen. Ja. Du Okay. brauchst mit dem Ding etwas mehr Skill als mit dem Bogen. Ach so, deswegen. Ja. Hanzo-like und so. Let's go. Ja. Dein Pfeil hängt in meinem Gesicht. Hast du gerade einen Hund überfahren? Nee. War. Hab nicht, dass ich einen gesehen hätte. Ja, ja. So, wir wollen. Was war da hinten eigentlich jetzt für ein Auftrag? Let me look. Todeswunsch. Ach so, die Tankstelle sollen wir, die wir befreien sollen, ne? Der Beauty, bist du in der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Steht er mein Truck? Das müsste er. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. Gerade noch Er mal kommt den so. Truck hier weg. Oh fuck. Wir müssen den verfolgen, oder? Wir verschwinden von hier. Komm schon, nicht sie weg. Ja, wo mich ab. Wo bist Oh du? shit. Ich bin tot. Weil ich dumm bin und schon lange kein Far Cry mehr gespielt habe. Ah, nein, jetzt sind wir beide tot. Bail. Cut, cut, cut. Nee, das lassen wir drin. Also, ich war aber auch ein bisschen verwirrt, dass der plötzlich weggefahren ist. Ich hatte Ja. gerade das Auto so noch weggefahren, dass sie uns nicht sehen. Und dann plötzlich verfolge den Truck. Ich glaube, wenn wir nicht gesehen werden, können wir die leise ausschalten. Ja. Das sollten wir versuchen. Eventuell auch erst den Dude, der schon im Wagen hockt, eventuell schon kaputt machen. Mein Spiel ist gecrashed. RIP. Einfach weg. Ich bin im Gebüsch bei den Truck-Tankstelle. Un momento. Ja, du kommst ja gut wieder rein. Da, wo, wenn du da spawnst, wo ich bin, dann kann dich auch keiner sehen. Das ist mitten im Wald. Oh. Mit Ja. Eptan allein im Wald. Oh ja. Das Problem ist, hier fährt recht viel an der Straße entlang. Ich warte mal auf dich. Guck in diese wunderschönen Straßen in Sterne. diesem Spiel sind furchtbar zum Anhalten. Ja, wir sind Ja, ich unterhalb der bräuchte noch mal Straße. einmal einen Invite, bitte. Du brauchst noch einen Invite. Wie war noch mal das, was F2? Shift Shift F1? F2. Shift F2? Warum nehmen die nicht alle denselben Shortcut? Shift F2. Ah, wo ist er? Wo ist sie? Entschuldigung. Wo ist es? Okay. Partner ist ge Oh, hinter mir. Ja, natürlich hinter dir. So, Was hier. ist er? Die singen. So, jetzt erstmal markieren hier wieder. Jo, schon in Warte. Arbeit. Achtung, Truck. Vorsicht. Hab mich nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh, Ich, warte. da ist ein Hund. Der wäre gut, wenn. Und da, Wie der da. machst du diese 1 und 2 Markierungen? Wenn du in der Kameraansicht bist, mittleres Mausrad drücken. Okay, soll ich den Hund killen?
Ich versuch mal den. Hä? Ich habe ihm einen Headshot gegeben und er rennt weg. Losgehen, brechen wir auf. Ich fahre. So viel dazu. Achtung! Fuck, ich habe ihn nicht erwischt. Wir haben kein Fahrzeug. Ja. Ich stürme vor. Scheiße, komm zurück. Wir brauchen ein Fahrzeug. Ja, hier, komm her zu mir. Ja. Fahre er, ich bin drauf, geht's los. Ich habe nur meine Pistole und meine Schroti. Wenn wir nah rankommen, dann... Bring dich ran. Ja. Warum fahren wir durch den Fluss? Weil ich eine Kreatur des Wassers bin. Ach so. Okay. Was passiert, wenn ich dir jetzt in den Kopf schieße? Dann bin ich tot. was? Schießt hier. Ist das ein Heli? Du, ich glaube, wir haben einen Heli. Da schieße ich. Erschieße ihn. Gibt's auch nicht. Hab ihn. Jawohl. Okay, wer fährt? Wer geht ans Geschütz? Okay, ich fahre. Ja. Wo lang? Anders gäbe. Dann komm zur Werkstatt. Wir jagen die gemeinsam. Ich glaube, das ist die falsche Richtung hier hoch, oder? Ich weiß nicht. Navi wäre gut. Folgt dem gelben. Siehst du das nicht? Ja, rechts da. Ja, genau. Deswegen bin ich umgekehrt, weil ich mir dachte. Auf die Straße und dann. Geradeaus. Und wie ist da oben so? Relativ kühl, muss ich sagen. Ich habe einen Traumfänger am Spiegel. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich will eigentlich keine Träume beim Fahren haben. Da vorne sind ein paar Typen. Ja, das ist die andere Mission, die du machen willst. Mit der Fahrzeugkolonne. Ach du Scheiße, ich bin fast down. Yes. Ich zieh mich mal kurz zurück. Ich hau mir jetzt auch gerade mal die... Wir lassen das Missionsgebiet. Ja, ich drehe. Zurück. Ich bin aber fast tot. Was wir nochmal heilen? Ja, dann drück doch F. F. Stimmt, F war heilen. Ich hab nichts zum Heilen, glaube ich. F ist Hupe. Bei dir vielleicht. Dammit, was war heilen? Shift? Steuerung? Ich habe eh keine Medipacks mehr. Das erklärt's. Ich habe die Fahrhilfe angemacht. Gut, dass du deine Sachen so. Oh, aua! Der Typ ist vom Truck weggesprungen. Und voll auf der Mutter. Was? Achtung, das ist hier wieder. Oder? Ach, das haben wir ja schon eingenommen. Achtung, ey! Das ist unser NPC getötet. Er war so gut. Er schießt direkt davor gelaufen. Ich seh dich. Woo! Es ist gut, mein Vater. Ich seh dich auch. Schau. Voll ins Gesicht. Wir werden nie. Wir werden nie irgendwo zukommen. Es ist in Ordnung. Hör auf. Da sind ein paar Peggys auf der Baustelle nördlich von hier. Ja, und? Was? Steige wieder in mehr Listen. Okay. Ja, ich nehme jetzt aber deinen Platz ein hier. Am Geschütz. Ja, ich glaube, Merle ist normalerweise auf dem Geschützturm. Hat er jetzt Pech gehabt. Das ist mein Platz. Oh, tritt aufs Gas, mich. Let's go. Wo müssen wir lang? Böses Wort. Oh nein. Diese verfickten Baggies. Ich hätte ja gerne so eine Art Navi. Ich fahre auf der falschen Straßenseite. Du hast ja auch eigentlich ein Navi. Ja, ich weiß ja nur die Richtung. Ach, nice. Ich bin gedownt und du hast ihn einfach umgebracht. Soll ich hier links fahren? Ja. Partner wurde entdeckt. Ja. Tja, und wer hatte recht behalten? Kuh.
ist damit? Kannst du ja keine Kühe werfen, hallo? Wir haben Erde verloren. Was? Warum? Das ist. Hä? Was ist. Was ist das? Die Kuh steht noch. Ah, tut das weh, hör auf zu jammern. Was ist mit. Warum ist der rausgefallen? Kühe sind Wände. Ja, aber. Warum ist der rausgefallen? Weil er Schaden genommen hat. Durch die Kuh. Das ist so dumm. Voll die Ultra-Kühe. Da hätten wir rechts runtergekommen. Aber ich glaube, da kommt noch mal. Du sagst rechts, ich fahr rechts. Du bist mein Navi, ich bin der Fahrer. Du siehst von links. Da oben auch ein bisschen mehr als ich. Folgen Sie der Straße für 150 Meter. Okay. Achtung, Drive-by! Ja. Ich fahre hier einfach im Kreis, okay? Okay, gut. Ah. Sorry. Das ist geil. Lass mir noch mal einen vor die. Oh ja, oh ja, oh ja. Hallo! Hallo! Diese NPCs sind echt nicht die schlauesten. Wie lange sollen wir das machen? Alle Gegner eliminieren. Links ist einer. Ich kann auch bei deinen Straßenkünsten aber auch nicht richtig treffen. Ich fahre schnurgerade. Sollten alle gewesen sein. Okay, wohin? So, okay. Jetzt können wir mal kurz gucken, wo fahren wir als nächstes hin. Ja, guck mal, Klatsch Nixon ist direkt hier. So. Mach mal. Ist das eine Mission oder so? Geh hin und mach mal. Oben. Und wenn er wirklich ein witzig. Gottes wäre, okay. Seine Leute nicht aber alleine machen. Du, Deputy, wirst deine Sünden bekennen. Das ist der Wille des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Warum spielt hier mega laute Gitarrenmusik? Boss, it's America. What the fuck? Am 1. Mai 1960 ging Klatsch Nixon, zu dieser Zeit ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley, spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Klatsch raste mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Obwohl die Hitze von 1000 Sonnen Mensch und Maschine miteinander verschmelzen ließ, schaffte Klatsch es zu überleben, indem er sein Fahrzeug in einen nahegelegenen Fluss lenkte. Die Augenzeugen seiner Großtat gingen zunächst von seinem Tod aus. Doch Klatsch Nixon tauchte aus dem Fluss wieder auf, wie der Phönix aus der Asche. Und damit war eine Legende geboren. Bis zum heutigen Tag hat es ihm niemand gleich tun können. Okay, also muss ich jetzt diesen Stunt machen, oder was? Okay. Have fun. Warum ist das nicht gut? Lustig. Wo bist du denn in der Zeit eigentlich? Ich bin auch gerade in einem Auto. Ach so. Oh. Ja, vielleicht soll ich dir nicht im Weg stehen dabei. Ich bin direkt hinter dir. Boah, Alter, wie steuert sich dieses Fahrzeug? Ganz normal. Richt ja in alle Richtungen aus. Ach du ich hasse Autofahrprüfungen.
Wo lang, links, rechts, ich fahr rechts. Das war falsch, scheiße. Da wo die grünen, ach die gelben Dinger sind. Ja, der war bei mir noch nicht angezeigt, weil da das andere Tor ist. Ja, ich geb Gas. Ja, wir verbrennen hier gerade. Ah, shit happens. Bäh. Deswegen hat Eptain noch keinen Führerschein. Ja, weil ich nicht durch fahrende unter Feuer durch komische Dingen fahre. Gab's in diesem Game eigentlich sowas wie eine Handbremse? Ja, nett, hast du. Ah, muss ich mal benutzen. Alter, wie lange geht das bitte? Okay. Ja, schwer war es nicht. Nö. Nee. America! Fuck yeah. America! Fuck yeah! Jetzt ist erklärt die Gitarrenmusik. Ja. Okay, so. Den einen Konvoi da oben können wir abfangen und dann auf der anderen Seite der Straße Hochspannung machen. Klingt das nach dem Plan? Klingt nach dem Plan. So, jetzt müsste ich doch hier, das Auto spawnen können, ja. Genau. Werkstatt. Das ist ganz unten, by the way. Ja, wir kriegen Besuch. Okay. Ja, dann nehmen wir auch das Auto, oder? Oder soll wir das coole? Ey, ich guck, wie ich das jetzt gespawnt kriege. So. Bei welchen Autos ist das denn? Bei den ganz normalen? Nee, oder? Nee. Werkstatt. Da. Outlaw. Trucks und Vans und dann noch ganz. Ja, das ist nicht der von ihm, den wir bekommen haben. Sondern irgendwie so einer. Ah, das ist das gleiche. So, wir müssen da. In welche Richtung müssen wir los? Hinter uns. Ach, guck mal, jetzt wird mir die Route angezeigt hier. Ja, ist sie doch normalerweise sonst so, wenn du das halt. Ich hatte die nie gemarkert hast. Gemarkert. Deswegen war ich die ganze Zeit verwirrt. Ja, so ist ja angenehm. Stoff, Schwester? Ja, Serpentinen. Hast du sie? Ja. Okay, da kommen noch mehr. Holy shit. Wo ist denn der noch lebt? Oh, das waren wir, Entschuldige. Ich befreie dich erstmal. Ist das der Heli? Das ist ein Heli. Heli! Wrecked? Gut gemacht. Ich bin fast gestorben. Ich bin hinter einen Stein geflohen. Ey, jetzt rede mit mir. Noch zwei Dudes. Also haben wir da drin ein paar Vorräte gelagert. Bedien dich, wenn du da reinkommst. Okay, was haben die zu sagen? Jeder, den John als unwürdig erachtet, wird auf der Stelle getötet. Dann werden ihre Leichen als Warnung zur Schau gestellt. Der Mann ist der Teufel. Oh Gott! Gleich hab ich ihn! Hä? Haben die mir jetzt das gesagt, was sie mir sagen wollten? Dieser sogenannte. Hilfe! Wow, irgendwas. Das ist ein. Was war das? Ein Hund. Hund. Warte, komm her, komm her. Ja. Ja, kann ich nicht heilen? Ich kann mich heilen. Keine. So, wollen wir dann weiter?
Mal kann man sich gegenseitig heilen. Liegt jetzt noch irgendwas Neues auf dem Weg? Ja, der Konvoi ist weitergefahren, Digga. Dann fahren wir jetzt da lang. Dann holt er uns früher oder später ein. Warum kann ich während der Fahrt eine Dose werfen? Because America? So, gleich das Silo da mitnehmen. Ist er auch da? Silo? Wo? Upsa. Ich glaube, das war eine. Ich hab nur einmal drauf geschossen. Angehalten. So. Was habt ihr denn für nette Informationen? Ach, nur einer. Ist doch derselbe wie. Nein. Doch. Ich weiß nicht, was John getan hat. Er hat mir ein Jahr entlockt. Diese Schande trage ich bis in mein verdammtes Grab. Gott sei Dank warst du da. Okay. Warum haben wir den jetzt befreit? Ich weiß es nicht. Wir, gute Leute, seit wann? Weg! Er hat verbündete Schwein. Okay. Ich bin ein Gott. Was ist das da eigentlich? Ist das ein Außenposten gewesen? Nö, haben wir schon gemacht. Oh. Das gibt's nicht. Pff. Plattgewalzt. Oh, das macht doch Spaß. Irgendwie, also Autofahren ist angenehm. Warst du das? Nix habe ich gemacht. Hier brennt alles. War ich nicht. Wir müssen irgendwie da hoch. Es ist auf jeden Fall Punkte. Irgendwer. Siehst du den Weg? Also ich würde dir sagen, hier dran hochklettern, aber das geht ja leider nicht. Wer brüllt hier eigentlich so? Shit. Wie kann man denn da mal hoch? Ah, ich brenne die ganze Zeit. Oh, ich bin. What the fuck? Ich stehe doch 10 Kilometer weit weg. Warum brenne ich? Erklär's mir. Nö. Wir könnten mit dem Heli da oben drauf landen. Beziehungsweise. Ich glaube, ich weiß wie. Ja. Folge er mir. Ich hab den Weg gefunden. Cool. Ach, das war das. Ja, das ist cool. Sorry, der Wolf hat mich angegriffen. Der auch. Hier liegt noch einer. Ja, hier liegen noch zwei. Wie viele Viecher sind hier? Ich bin da noch gemütlich am Nachladen. Kommt schon direkt der nächste. Da auf die Baumhäuser müssen wir hoch. Siehst du da einen Weg? Nope. Dann folgen wir mal diesem Draht hier. Wobei, der geht aber runter, ne? Nicht hoch. Aber wir können ja die Dinger auch hochrutschen, oder? Ja, ein.
geht dieses Seil hin? Anstrengend, ey. Wow. Direkt aus dem Himmel. Ich bin mir gerade irgendwie nicht mehr ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja, ich mir auch nicht, aber da oben ist ein Heli. So, who cares? Achtung! Sind da noch mehr? Wie bin ich nur? Danke, Deputy. Bitte. Hast du noch was zu sagen zu deiner Verteidigung? Ich habe schon Menschen vor Johns Beichten gerettet. Was er den Leuten antut, ist grausam. Bleib am Leben. Hat sich erstmal eine Waffe geschnappt. Der Gangster. Ja, aber hier geht's weiter. Hier können wir jetzt rutschen. Ladies first. Was? Cool, danke. Was? Du hast mit deinem fetten Arsch meine Sicht blockiert. Bin ich runtergefallen. Das tut mir jetzt echt leid. Ich hoffe, du fährst gerade weiter. Nö, ich stehe noch hier. Also komme ich nämlich hinter dir hergeportet. Na dann, let's go. Warte. Ich habe einen Gegner gekillt. Warte, bevor du direkt hinter mir herrutschst, ne? Mhm. Nein! Ah! Ich hab in der Luft Leertaste gedrückt, damit sie sich verkantet und sie hat's nicht gemacht. Oh, gut. Ich bin nur so halb tot. Ja, ich bin ich tot, komm. Ne? Ich meine Leiche rutscht gerade geil runter. Hallo, komm zurück! Der ganze Weg, hallo! Ah, das ist kacke, ich habe in der Luft Leertaste gedrückt, damit er sich festhält. Dann hat er sich festgehalten und dann wieder losgelassen. Nix drücken, einfach rutschen. Ja, aber da steht ja Leertaste, Greifhaken. Ja, nein. Goddammit, das Spiel hat mich getrollt. Outplayed, Junge. Ja. Warum macht das so viel automatisch? Man muss ja gar nichts mehr selber machen. Casual. In einem vernünftigen Spiel wäre mir das nicht passiert. Hi. Tschüss. Keine Zeit für euch. Du blockierst wieder mit deinem fetten Hintern. Ich hoffe, du bist nicht direkt hinter mir. Nein. Komme! So, dann drücke ich jetzt mal gar nichts. Tatsache. Jeha! Boah, man rutscht hier echt lang. Mit Mopsgeschwindigkeit. Voll gegen den Baum. Hey. Das war nur ein Warnschuss, er lebt noch. Einfach Tiere töten. Boah, muss das stinken, wenn man hier noch runterfällt. Nein, fuck. Ich habe meine Waffe weggeworfen. Ah, fuck. Ciao. Ja, ich bin direkt hinter dir, aber ich habe meine Waffe runtergeworfen. Ich muss die gleich holen gehen. Erstmal alles mitnehmen. Wie zum Geier hast du deine Waffe runtergeworfen? Ich dachte, aufheben wäre die Munition, aber es war... Warte. Kann ich mich nicht hier dranhängen und wieder hochrutschen? Nein. War nicht geil. Soll ich mich respawnen lassen?
Hallo? Warte, ich snipe kurz. Ja, dann lasse ich mich respawnen. Du respawnst dann nicht, oder? Nö. Ja, lass dich respawnen. Ich fall doch jetzt da nicht runter. Ja, ich wollte runter und meine Waffe holen. Ich habe ja oben alles mitgenommen. Partner ist gestorben. Nein. Ach, guck mal, bereit für respawn in 15 Sekunden. Jetzt muss ich sogar warten, ey. Warum schlägst du die Wand? Ich bin übrigens sehr ladylike unterwegs. Ich habe eine pinke Aluminiumschläger, Baseballschläger und und pinke Schlagringe. Nice. Yes. Damit, ich muss nachladen. Ja. Der war hier oben ja eh nicht. Yes. Ich will mich nicht festhalten. Hier ist irgendwo eine Schlange. Nervt. Oh, da bist du. Halt die Klappe. Das Ding. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich trete mal drauf. Ich brauche einen Waffenhändler. Weil ich wette, meine Waffe liegt nicht mehr da oben. Ich habe auch keinen Bock nachzusehen. Was wollen wir jetzt eigentlich als nächstes machen? Wir haben hinten noch bei Widow's Creek etwas. Ach komm, ich will jetzt endlich mal einen dieser bewaffneten Konvois kaputt machen. Hat sich der Adler angegriffen? Sollten wir den angreifen? Der hat so ein graues... Komm, zurück hier. Okay, ich glaube, der Typ da vorne hätte uns gerade etwas über einen Außenposten noch erzählen können. Müssen eh bald Folgenpause machen. Ist das so? Ja, aber ich würde gerne einen dieser Konvois noch auseinandernehmen. Das Problem ist, ich habe jetzt keine gute Waffe dafür. Also wenn du einen Waffenhändler siehst... Ups. Wie, also du hast... Fandest meine Fahrkünste nicht so gut. Möchtest du noch mal was zu meinen Fahrkünsten sagen? Ich habe ein D4-Paket mit Annäherungsmine rausgeworfen. Und irgendwie kamen die nicht so gut an. Naja, bei uns. Ja. So. Ja. Ist hier ein Waffenhändler in der Nähe? Nein. Natürlich nicht. Ein Heli ist hier. Und da vorne ist ein Auto. Wo ist ein Heli, bitte? Heli. Ah, stop. Perfekt. Nice. Voll den Pfeil in die Fresse. So. Let's go. Ja, der Konvoi, den müssten wir jetzt versuchen einzuholen. Der fährt genau vor uns weg. Ich hoffe, wir fahren nicht in irgendeine Mission rein. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? Hau rein. Wollen wir durch den Wald? Könnte kürzer sein. Voll durch die Pampa, ja. Mal gucken, ob das Auto heil ankommt. Ja, warte, ich muss kurz E drücken. Was ist? Das schaut interessant aus, aus meiner Sicht. Hm? Da hat ausgeschaut wie ein Pimp My Ride. Ja,
Ja, aber ich glaube, wir haben ordentlich Boden gut gemacht damit. Ich bounce gerade. Okay, das Navi sagt hier, ich vertraue mal dem Navi. Mein Partner wurde wieder entdeckt. Da ist der Konvoi. Ach du Scheiße. Ach so, ich dachte, hast du die nicht gesehen oder was? Doch, aber die haben fucking Maschinengewehre. Ich glaube, wir müssen uns einen Maschinengewehr-Truck spawnen, oder? Die machen und dann bist du tot. Ja, ich dachte, vielleicht hast du C4. Okay, das. Bist ja nicht nah genug reingekommen für C4. Ne, ich dachte, du hast sie noch nicht gesehen, weil du irgendwie so, egal. Meinst du, ich mache einen auf, So, pass auf, wir gehen das... Nein, ich will wieder raus. Wir hinten rein. Warte. Nein, wir holen uns jetzt hier so ein... Ja, Bündnis. Deswegen habe ich das markiert. Spawnst du oder soll ich? Warte mal, ich will jetzt Munition haben. Achso, gut, dann spawne ich, in der Zeit... Wir haben den übrigens nicht kostenlos bekommen, das Auto. Wir können nur diesen Tarnfarben-Scheiß spawnen. Fertig. Oh. Ach, da hinten ist schon wieder ein Heli. Achso, jetzt hast du gespawnt. Okay. Yes. Das erklärt, warum er mir gesagt hat, es geht nicht. So, wo ist denn der Konvoi gerade? Den kriegen wir. Diesmal sind wir auch vernünftig vorbereitet. Was? Du, Das schaut sehr interessant aus gerade bei mir. Was? Ich bin auch rausgefallen. Du bist rausgefallen? Netter Heli-Kill. Ja, das Auto ist gerade bei mir ziemlich am Abfacken. Oh, das war eine von uns, die ich gekillt habe. Upsa. Fuck, was ist mit dem Auto los? Holy crap! Was ist? Siehst du, hallo, siehst du mich? Nein. Ja. Wie bist du da hochgekommen? Was machst du? Ich sag das. Warte mal, bleib mal da. Geh mal zum Auto, aber steig nicht ein oder sowas. Ja. Lass einfach mal da stehen. Pass auf, das fuckt bei mir gerade richtig ab. Wo bist du? Pass auf, jetzt. Du siehst mich, ne? Hallo? Ja, alles super. Achtung. Hä? Du hast was? Okay. Ah, jetzt hab ich's beruhigt. Ja, was? Mein Gott, Alter. Voll die Gummizelle. Das war nur so am Rat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 a und die ganze Zeit am Bewegen und dann bin ich auch mal dagegen gelaufen und dann hat mich das 3 Kilometer in die Luft katapultiert. Und ich frag mich, ich habe nur den Heli habe ich noch runterfallen sehen. Wann bist du überhaupt rausgefallen? Warum hast du das nicht gesagt? Keine Ahnung. Es war alles so schnell. So, jetzt, ich will diese Folge noch diese Karawane killen. Oh, das wären Informationen über den Außenposten gewesen. Wir kommen näher. Ich fahre einmal dran vorbei, okay? Cool, mein Spiel ist schwer. Oh. Ich glaube, das war's. Da kommt noch jemand. Oh, Sekten-VIP eliminiert. Aber ich würde sagen, die müssen wir den Konvoi in die Luft sprengen, damit das zählt. Hoch. Bobby. Warte.
So. Ist noch ein so ein X auf der Karte? Nee. Aber das war doch der Konvoi. Guck mal da hinten, da vorne sind nochmal. Du hast unser Auto mitgesprengt. Yes. Achtung! Oh, das gibt auch Punkte. Ja. Ein bisschen pisteln. Ich finde deine rosa Waffe sehr schön. Okay, wir haben wieder ein Auto. Dann würde ich aber sagen, war es das an dieser Stelle für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ah. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder irgendwas in die Luft sprengen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen, oder? Ich guck mal kurz. Ne, eigentlich können wir nächstes Mal schon fast öffneter Konvoi. Wer ist übrigens ein Waffenhändler? Oh ja, dann den gönne ich mir dann in der Aufnahmepause. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.